Hey, willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect. In der letzten Folge haben wir hier die Waffenkammer angefangen zu bauen und den Zwinger. Und da geht es heute auch weiter mit Sicherheit. Und somit sage ich mal, spulen wir vor. Und das erste, was wir machen, ist ein bisschen mehr Personal einzustellen. 5 Gärtner, 5 Hausmeister, komm, einer mehr ist jetzt nicht so schlimm. Können wir noch einen Koch mehr einstellen. So. Gucken wir kurz, der Rest passt. Obwohl, kosten die täglich. Können wir doch schon ein paar mehr kaufen. Und somit können wir vorspulen. Und gucken, was unseren Häftlingen fehlt. Dafür brauchen wir den Psychologen, okay. Dann war hier wieder eine Prügelei. Okay. Und dann sag ich mal, bauen wir das Büro ruhig mal. Fundament, Beton. Hierhin. Nein. Okay. Bitte einmal weg. Dann bauen wir das Büro hier unten. Nee, ist auch blöd. Sehr, sehr blöd hier alles. Ich glaube, da müssen wir wirklich erst da weiterbauen. Dann machen wir das hier auch mal. Und zwar hier oben. Zack. Können wir auch hier das ranbauen. Dann passt das alles. Objekte. Nein, Türen. Und große Gefängnistür. Einmal hier hin. Versorgung. Stromkabel. So. Dann spulen wir mal vor. Was haben wir hier? Ein Bild, okay. Schön. Und wir hören alles mit. Möchte ich einfach jetzt mal. Hallo, kannst du bitte weg? Schieb ich einfach mal nach hinten. Und mach so, du bist weg. Perfekt. Dann tät ich mal sagen, Logistik. Einsatz, genau. Und zwar nur für Personal erstmal. Degradieren. Auf jeden Fall die Büros und Versorgungskammer. So. Dann für Hochsicherheitstrakt. Ach, das müssen wir abtrennen. Das ist nochmal interessant zu wissen. Die könnte gerne drin. Genau. Und zwar für die Duschen. Essen, Essen. Ah, wir machen erstmal alles raus. So. So. Komm. Hier essen, duschen, bekommen hier nochmal Arbeit, bekommen Freizeit oder Ruf? Freizeit, Ruf, Ruf. Und dann den Rest der Zeit gehen die mal arbeiten,
dann passt das soweit, dass sie nicht so viel mit den anderen Gefangenen was haben müssen. Einfach sie Abstand bekommen, dass sie die niedrigen Gefangenen nicht anstiften, böse Sachen zu tun. Dann gucken wir weiter. Tür öffnen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert. So, bitte mal Priorität. Perfekt. Noch der kleine Tisch, bitte. Ja, da kommt er. So. Und dann können wir auch bei Personal bewaffnete Waffen einstellen. Kostet wie viel? 350. So. Und wir müssen... Ups. Ein Outfit früher, okay. Patrouillen. Wir können eine bewaffnete Wache patrouillieren. Und einfach auf die Hundepatrouille mit einsetzen. Wie sie hier mal gezogen haben. Ja komm, setzen wir sie erstmal. Hier eine ein, und noch zwei. Und die zweite darf dann Patrouille. Patrouille sind hier auf dem Hof. So. Und Zuschuss erhalten. Dann gucken wir uns mal den nächsten an. Einrichtung. Brauchen wir jetzt noch nicht. Das klingt nicht schlecht. Bildungsfrei. Kommt später. Und dann machen wir einfach mal das hier. So, dann machen wir mal Tunnelsuche. Und hoffen, dass hier oben mal was gebaut wird. So. Die Bauarbeiter werden hier schon durchgeschleust. Zweimal Alkohol gefunden bei der Tunnelsuche. Kommt morgen hier Razzia um 12 Uhr, merken wir uns. Dann kann hier mal bitte die Tür mit Priorität gebaut werden. So, dann könnten wir auch mehr Zellen brauchen. Ich nehme mehr Zellen und Beton. So. So, dass wir die Wand mit abreißen. Das war sehr dumm. Und dann bauen wir hier erstmal doch noch ein anders. Patrouille. Hundeführer sind eine bewaffnete Wache und noch eine einfache Wache. So. Wenn jetzt hier jemand versucht, hat er wirklich sehr wenig Chance beim Bau. Wenn das jetzt mal auf Priorität gebaut. Und wir könnten unsere Bauarbeiter mal auf 20 aufstocken. So. Dass es hier auch mal alles schneller geht. So. Fertig. Fehlen noch ein paar Stückchen.
So, dann gebaut. Perfekt. Einsatz, Patrouille. Kann die ja mal weg. So, dann können wir hier oben Zellen drumherum bauen und hier in der Mitte dann ein Werkstattkomplex. So, dann bitte einmal Schnellbau, Klonwerkzeug. Setz bitte einmal das hier. Eins zu klein gebaut. Mist. Setz das hier einfach dann mal direkt hier neben dran. Dann einmal die Kerne hier Wasser langlegen. So. Wasser. Hier bitte auch mal richtig zubauen. Dann, was ist hier los? Okay. Dann benötigen wir auch die Krankenstation bald. Aber erst legen wir hier Strom. Und bauen ein paar Kondensatoren nach. So. Dann passt das. Krankenstation. Können Sie mal ruhig machen. Okay, gegen eine bewaffnete Wache, die ich mich nicht anlegen, aber sie hat ihn überlassen. So. Und nein, das funktioniert mal nicht so. Wir holen uns. Warum reißt die auch hier die Wand raus? Kommt schon. Ein bisschen mehr intelligent hätte ich schon erwartet. Einsatz. Patrouillen. So. Das hier verordnen wir mal. Und schnell. So. Personal. So, einmal haben wir ihn. Haha. Haha. So. Geht doch. Na, das mache ich jetzt ungern, aber. Wenn es nicht hilft. Ich gebe hier gerade jemand an. Wartet kurz. Weiter geht's nach diesem kurzen Unfall. Ich dachte, der reißt jetzt hier wirklich nicht die Wand auf. Aber die meisten haben wir ja da behalten. Kann ich das so sagen? Kann man sowas sagen? Auf jeden Fall sind jetzt hier gut Wachpatrouillen unterwegs. So. Sehr schön. Aber dann würde ich allgemeiner sagen. Und bitte hier mal einen kompletten Zaun drumherum.
zwar, das war nämlich alles geplant, und zwar alle, die versucht haben auszubrechen, geben uns jetzt monatlich mehr Geld, weil es jetzt eine höhere Sicherheitsstufe sind. Somit hat sich, es hat sich alles, war alles geplant. So. Dann hier bitte, warum? Ich will Betonwand, keine Ziegelwand. So. So, dann einmal eine Personaltür. Jetzt bitte Objekte, nein, Räume. Büro. So. Dann einmal kurz ausstatten. So. Nein. Die hier. Und du wolltest, das weiß ich noch aus dem letzten. So. Und Stuhl. So. Wollte ja was haben. Dann können wir das hier mal bauen lassen. Öffnen. Sieht hier alles gut aus. So. Hier nicht auf hohe Priorität. Wasser. Gehen wir auch schon mal durch. So. Die meisten bauen jetzt hier bestimmt den Zaun. Wie zu erwarten. So, ihr baut mehr Zellen. Gut stehen die auch. Fehlt nur noch das Wasser und ist das Büro fertig. Dann kriegt das hier die nächste Priorität. So. Speicherframe. So. Und hier bitte auch einmal Licht. Das soll eigentlich auch entriegelt werden. So, Personal einem Psychologen. Und jetzt dürfen wir auch auf Bedürfnisse. Okay, das können wir machen. Sicherheit, Hygiene. Okay. Familie können wir dann aufbauen. Komfort, Erhöhung, Training. Sie wollen mehr trainieren. Dann bekommst du mehr Hof. Dann bekommt ihr 2 Stunden Hof. Dann sollte das auch alles klar gehen. So. Dann einmal gucken. Häftlinge. 4. Okay. Die sagen, das hier und die können zu gehen und der Rest darf dann immer hier. Oder können wir das so machen? Können wir. Dann sag ich jetzt mal, wird hier was dran gebaut, betoniert. So. Dann können wir auch schon mal Programme. Und zwar einmal Gemeinschaftsraum, Stuhl, da brauchen wir noch mal einen Gemeinschaftsraum für Bewährungs, machen wir auch, es gibt immer schon Geldbewährungen, so. Krankenstation, Verhaltenstherapie. Schön, das jetzt. Dann können wir hier mal und brauchen Schülersitze.
Haben wir sie. Muss jetzt erst da den Raum planen oder was, um die schnell zu bekommen. Einmal Unterrichtsraum, Objekte. Mein Export. Raum, Unterrichtsraum. So. Objekte, Schülertische. Das Büro ist wirklich immer zu klein. So, dann tschüss. Und dann kommen hier die Schülertische rein. Danke. Einer. Zweiter. Dann sollte das passen. Dann sagen wir, Gefängnistür und als Raum kann hier dann hier komplett. So, ihr bekommt natürlich hier erstmal die ganzen Kantine-Standardsachen. Ah, passt wieder direkt nicht. Aber wir können hier so bauen. So. Spielt Billard alleine, schöner Typ. Ja. Gut, Strom haben wir reingelegt. Versorgen mit Wasser. Legen wir dann hier mal nach. Und tun das Wasser auch von beiden Seiten einspeisen, um, wenn jetzt hier ein Rohr aufplatzen geht, dass wir dann einfach von beiden Seiten Wasserdruck aufbauen und somit wir trotzdem noch überall Wasser hätten im Notfall. Und dann sage ich mal, was das für die Folge. Prison Architect. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo, liked das Video. Und dann freue ich mich, wenn ich mich beim nächsten Mal sehe. Bis dann.